Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. Ui. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur zwei auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Ihr Vollidioten. Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul. Clementis Männer. Schnell. Wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Ja, so vertreiben sich Mafiosi die Freizeit. Kann man natürlich auch mal machen. Ja, wie, was müssen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt schießen oder nicht? Gib mir Deckung, Vito! Oh. Hast du das beim Militär gelernt? Du bist mausetot! Ja, jetzt bin ich wieder still. Jetzt ist ja ein Kampf. Okay, Vito. Es geht los. Komisch, dass der Joe nie getroffen hat. Ja, jetzt wollte ich so blöd sprechen. Ah, jetzt. Oh. Hä? Ja, klar. Der wird da nicht getroffen, oder was? Super, jetzt haben wir ganz viel Schuss so verballert. Oh, ich gebe mich mal lieber in Deckung. Ach, jetzt ist wieder mein Deutsch, ne? Ich dachte vorhin so, oh, ich kann ja jetzt mal wieder Deutsch. Aber das geht ganz schnell wieder weg. Das ist alles nur. Oh, oh. Gib mir Deckung. Ja, schubst mich da weg, Junge. Das ist alles? Dann blüht dir was. Du bist mausetot! Wie viel Schuss willst du dann noch verschwenden, Joe? Vorsicht, oh. Da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Ist unsere Energie mal wieder aufgeladen? Naja. Die zwei Mini-Balken davon. Ja, wo sind denn noch mehr? Oh, mein Arm juckt jetzt. Da muss ich mal eben ran. So, jetzt kann ich auch nach oben. Du bist mausetot! Ups. Das ist alles? Dann blüht Komm ihr raus. Was. Ach, ihr könnt ja alle nichts. Ist ja langweilig. Das soll schwer sein hier. Da lache ich doch. Aber man sieht schon, es läuft nicht alles positiv. Das war schon mal Murphys Gesetz Nummer 1. Ah, geil, hier die Thompson. Wer ist denn da? Achso, das ist schon. So. Hier, oh, jetzt leckt es wieder. Sehr perfekter Zeitpunkt. Hä, wo müssen wir denn überhaupt? Ach, wir müssen hier oben bleiben. Super. Ja, dann renne ich hier mal einfach so durch die Gegend. Hier ist bestimmt kein Gegner, der uns gleich völlig überraschend wird und dann über den Haufen ballert. Hier ist gar keiner. Gib mir Deckung. Dafür Na, eben ist es ja weg. Du bist mausetot! Hä? Los jetzt! Zack, zack! Ah! Hey Joe, was machst du wieder da unten? Bist du irgendwie dumm? Oh, ach so, das sieht ja schlimmer aus, als es wieder ist, ne? Du machst das nicht nochmal. Hä? Kommt denn der jetzt wieder her? Hallo? Ja, ich sehe hier mal wieder gar nichts. Ach da. Ja, Joe, der stand genau bei dir. Kannst du vielleicht auch mal dich irgendwie nützlich machen? In irgendeiner mini-artigen Weise. Mini-artig, auch schönes Wort. So. Oh, wie viel Thompson haben wir jetzt? Wie viel Thompson, genau. Sehr schlauer Satz. So, jetzt okay, hier. Das Dann drück mal. Oder muss keiner gehört. Ich wieder drücken. Was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Ja, Joe, ne? War ja klar, dass ich wieder drücken muss, ne? Und warum... Du bist so fett, ich kann gar nicht an dir vorbei. Oh. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Ja, da machen selbst Mafiosi Unterschiede, weil Fensterputzer braucht das Land. Da wollen wir mal lieber uns nicht einmischen hier irgendwie. Ach so, aber wir sind trotzdem noch ein bisschen assi. Ja, das muss natürlich sein. Glück. Alle anderen hat's erwischt. Ja, da
kann er sich glücklich schätzen. Ist doch ein super Tag für ihn heute. Ne, wer wünscht sich das nicht mal im Leben, gefesselt auf dem Boden zu liegen? Okay, rauf mit dir. Ne, an die Arbeit. Also, ja. Senkt die Plattform ab, um die Bombe scharf zu machen. Verhalte dich unauffällig. Ja, das tun wir doch die ganze Zeit. Wir haben hier nur ein paar Leichen erschaffen. Hey, wie viel Draht hast du? Das hört sich dumm an. Der reicht genug. Natürlich nicht aus. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Ach, Quatsch. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Ja, der Vito, das ist ja auch so ein ganz Ausgefuchster, ne? Legt seine, alles in die Hände von dem einen. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Von dem Joe? Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Der fällt gar nicht auf, wenn der Dicke sich da bückt, ey. Ja, wir wischen die eh schon gewischten Fenster. Da war wahrscheinlich der komische Asiate, der war da auch eben schon. Der komische Asiate, der Deutsch spricht. Also gar nicht so wirklich asiatisch, nicht mal mit einem Akzent oder so. Oh, jetzt kommt hier eine richtig emotionale, nein, richtig fulminante Cutscene. Da halte ich mal die Klappe. Also wenn jetzt mal irgendwas kommt wieder. Oh, solche Bäume, die gibt es auch in Japan. Da blühen die immer so schön. Aber hier habe ich die noch nicht gesehen. Also jetzt hier bei uns in der Gegend. Oh, guck mal, die Fenster, die sehen da auch sehr besonders aus. Da wird jetzt nicht schief gehen. Die Mission, die war ja schon, da haben wir schon geschossen und da war alles dabei. Na also. Ja, die ein, zwei Stockwerke sind langsam erreicht, ne? Diese Arschlöcher merken nie. Oh, 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 oh. Super. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen. Ja, zu ja, sehen. Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Manchmal? Frag ich mich da. Scheiße. Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße! Der Wichser lebt! Ja, was für ein Zufall. Murphys Gesetz. Juhu. Ihr Arschlöcher! Scheiße, bitte, Clementi darf nicht entkommen. Dass er sich nicht mal freut, weil die Murphys Gesetz geholfen hat. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch... Ja, die Explosion war auf jeden Fall sehr schön. Ja, und der Clementi, der hat ja... Oh, 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 oh. Der hatte ja Glück, weil er hier auf dem Pisspot war, hat er mal eben überlebt, ne? Das kann ja auch nicht jeder von sich... Warum... Achso, die haben in einem Badezimmer zwei... Achso, ja, das ist ja normal. Das hat man schon mal... Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verbrannt. Das ging auch gar nicht jetzt anders. Nein! Früher war das nicht getan, oh, oh. Hast du Schiss hat! Wo sein Martini gestorben? Schönes für dich, Wichser! So, jetzt bin ich mal wieder ein bisschen stiller, weil wieder geballert wird. Ja, der Vito, der rennt schon wieder so dämlich da rein. Achtung! Hinter dem Glas hin! Wow! Schnapp dir den Kerl mit dir. Schon erledigt, Joe. Oh, vorsichtig, das ist erstklassiger Fuß. Als hier auch noch Scherze machen. Komm raus aus deinem Rattenloch! Hab ich den richtig erwischt? Wow, alle beim ersten Schuss. Hier vom Wegen, da hätten wir auch gleich so reinmarschieren können, ganz ehrlich. Hä? Ach, haben wir davon genug? Ach so, wir haben Thompson schon voll aufgeladen, dann benutzen wir die auch. Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die ja, rechte Seite. Ja, das war sehr sinnvoll, mein lieber Freund. Das hat mich nur mal 3 Schuss gekostet. Ich soll die andere, hat er gesagt, ne? Ja, egal. Schön, dass ihr mir alle immer nie antworten könnt. Stirb endlich, du Dreckskerl! Fahr zur Hölle, du Arsch! Da sind wir uns wieder! Du bist mausetot! Mist! Was ist? Du schießt wie meine Schwester! Ach so. Gib mir Deckung, Vito! Verdammt! Uiuiui! Hier lang, anderer Vito. Gang! Da kommst du nicht durch!
Ja, danke. Wieso ist Joe eigentlich immer schlauer als ich? Das, echt? Ich denke mal, ich bin total dumm hier. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Na, ich schon. Tu mal nicht so. Du willst dich ja nur entschuldigen, weil du nicht schießen kannst. Uiuiuiuiui. Delbosch! Oh, super. Scheiße. Da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. 3, 2, 1. Hey, was ist denn hier los? Schwer ab, Lady. Gegen dich haben wir nichts. Ja, weil mehr Putzfrauen braucht das Land, genauso wie die Fensterputzer. So, ich war hier gleich schon am Aufzugsschalter, weil der Jun natürlich mal wieder nicht auf die Idee kam, selber zu drücken. Verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Ja, ja, jetzt kommen hier wieder die komischen Entschuldigungen. Hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Ja, und wir wären Matsch gewesen, du schlauer Vogel. Ich finde ja gut, dass wir hier so Elevator-Musik haben. Ganz leise vernehmen wir die wohlklingenden Wohlklänge. Oh, und weiter geht's mit der Ballerei. Und es wird gespeichert und jetzt geht's hier richtig ab, ey. Also pass hier auf, so ging's noch nie ab. Gib mir Deckung, Vito. Oben? Du schießt wie meine Schwester. Ah, da oben. Verflucht! Noch einer! Auf den Steg! Bin wieder da! Ah, da. Joe, du triffst echt nie. Mann, ist das easy. Kann ich ja durchpesen hier. Du schießt wie meine Schwester. Oh, langsam mit ihr. Los, Vito. So, komm, lade dich mal eben auf. Bis gelb oder so. Oder hast du nicht mehr? Ach doch, doch, doch. So, ist hier noch jemand? Ich sehe gerade nichts, weil mein Bildschirm gerade so benebelt ist. So, irgendwer wird doch hier noch eine Thompson haben. Ja, die haben hier alle Thompsons en masse. Oh, oh jetzt. Uiuiui, jetzt geht's wieder los. Und geht's hier. Oh nein. Scheiße, ist ach, Mann. Er ist tot, Vito. Joe, Joe, ganz ruhig. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Schnappen wir uns Clementi. Fahr los. Das Arschloch lege ich um. Ja, Joe bist doch selber schuld. Und da sehen wir, was das mit den jungen Menschen von heute anrichten kann. Sie begehen einfach Selbstmord. Das war's. Irrtum, ihr Wichser. Es sind zwei Autos. Ach, Joe. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clement. Nicht den anderen Kerl. Lass das mir. Halt du deine Knarre bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clementi. Wo ist denn Clementi? Welcher ist denn das? Ich hab dir Schwarz auf mich. Ja, ich bin super stolz auf dich. Hast du Schiss, Arschloch? Pass auf, Vito. Gib mir Deckung. Ja. Ah, sehr schön. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da können die doch eigentlich nicht. Los. Das hat ja vielleicht gedauert. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Ja, dann mach das mal. Jetzt kriegen wir erstmal unsere fette Prämie. Der lebt bestimmt noch. Also so ein bisschen wenigstens. Ah, okay. Konnten wir jetzt nicht überprüfen, weil... Das ist für Marty. Der weiß wahrscheinlich gar nicht mal, wer Marty ist, ne? Aber das waren jetzt die letzten Worte, die er je zu hören bekam. Kommen wir zu mir. Jetzt kann er als Geistwesen die Welt unsicher machen. Und dann haben wir als nächstes einen Horrorshooter. So. Willst du ein Bier? Ach, jetzt ist vorbei. Ja, wir müssen nicht mal nach Hause fahren. Hä? Gib mir Eddys Nummer, ich rufe ihn an. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt, wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Auch war das wichtig. Was? Bauernopfer? Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest, verdammt nochmal! Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt einen Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören.
klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Naja, also, war ja eh nur ein Statist. Also, ne? Ja, jetzt bewege ich auch wieder meine Hände an die Tastatur. Ich war hier gerade in einer emotionalen Position versunken. Die Hände griffbereit zum Taschentuch. Denn ich musste fast weinen. Aber nur fast. Denn, ja, ich habe so eine leichte Antipathie gegen diese Mafiosi, die wir hier durch ihre Geschichte begleiten. Und der Marty war ja auch auf dem besten Wege, ein solcher Mafiosi zu werden. Und ich hoffe zum Teufel, dass unser schöner Wagen hier drin ist. Who knows? Ja, nehmen wir mal den ja, reparierten, den hier, der, weil der schneller ist. So, ich hatte mich ja eben schon gefreut, wir müssen tatsächlich mal nicht selber nach Hause fahren. Ja, und jetzt müssen wir es doch tun, denn wir haben hier eine mega weite, lange Strecke und perfekt geeignet, damit ich hier meinen River Cola Text vorlese. Die Zutatenliste, also erstmal die Überschrift hier, Moment. Nase juckt gerade ein wenig und jetzt geht's los. Ich habe jetzt so eine Hand an der Tastatur, die an der anderen halte ich die River Cola. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Also, jetzt ohne Zwischenunterbrechung hier der Text. River Cola. 0% Zucker, 100% Geschmack. Kalorienarmes, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mit Süßungsmitteln. Zutaten. Wasser, Kohlensäure, Farbstoff, Ammonsulfid, Zuckercouleur, Süßstoffe, Natriumcyclamat, ach jetzt sind da oben, oh, das war eine Unterbrechung, scheiße, ACE, ja genau, nee, Ace, keine Ahnung, ACE, Sulfam K und Aspartam enthält eine Phenylalaninquelle, was immer das heißt, Säuerungsmittel, Phosphorsäure, Säureregulator, Natriumcitrat, Aromakoffein, natürliche Aromen, kühl, trocken und vor Sonne geschützt lagern, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Mindestens haltbar bis siehe Halsbereich oder Verschluss. Bis wann ist es denn haltbar? Habe ich das gut gemacht? Ach hier, 11.07.2011. Bis dahin darf ich dieses Zeug in mich hineinstopfen, aber es wird gleich schon leer sein. Also jetzt nachher. Ja, hört sich ja sehr gesund an, vor allem die Zutatenliste. Da, also eigentlich darf man bei sowas gar nicht drauf schauen, weil sonst denkt man, uiuiui, was stopfe ich hier für chemisches Zeug in mich hinein? Ist ja nicht gesund. Man sagt ja auch, Cola ist nicht gesund. Aber was soll's, ne? So als typischer Videospielzocker muss man natürlich auch seine hier billige Aldi-Cola trinken. So, und jetzt sind wir hier und unser Auto ist weg. So. Ach so, ich dachte, das wäre ein Hotdog-Stand da hinten, aber das ist nur das Dingens vom Nachbarn. Ist das da hinten ein Hotdog-Stand? Oder ist das auch nur so ein Kunststück? Kunststück? Nein. Ich meine ein Hotdog-Stand. Hier, Hotdog! Ja, hier. So, und jetzt sagt mir, aus welchem Spiel kennt ihr das mit den Hotdogs? Ne?